Willkommen zu Close the Deal. Ich bin Kai Hesselmann und spreche einmal die Woche mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos über das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Heute wollte ich das eigentlich mit einem Gast machen, der aber nun kurzfristig durch einen sehr traurigen Zwischenfall für die Aufnahme verhindert war. Wir holen das natürlich nach und ihr könnt gespannt sein, denn er hat einiges Interessantes zu berichten. Damit ihr allerdings heute trotzdem ein bisschen was zum M&A-Markt mitnehmen könnt, haben wir etwas Besonderes für euch vor. In der heutigen Episode diskutiere ich nämlich mit meinem Mitgründer Greg über das, was gerade so im M&A-Markt passiert und geben ein paar Hintergründe, zum Beispiel dazu, wie das Fundraising bei einigen Fonds funktioniert, welche Studien gerade in den Markt gekommen sind oder auch welchen Einfluss Zinssenkungen auf die IRR-Berechnung eines PE-Investoren haben. Und das sogar noch mit einem praktischen Rechenbeispiel. Wir haben das Format in der Vergangenheit schon ausprobiert, allerdings leider nie ausgestrahlt. So seid ihr quasi sowas wie Versuchskaninchen für unsere Aufzeichnung von Ende Juni. Das tut der Aktualität der Themen jedoch keinen Abbruch und gerade die Insight zum Mechanismus vom Fundraising und der IRR-Kalkulation verlieren natürlich nie an Bedeutung. Nächste Woche sind wir dann wieder mit einem ganz regulären Interview am Start. Ich hoffe aber umso mehr, dass euch diese etwas andere Episode heute gefällt und freue mich auf euer sehr offenes Feedback, ob wir sowas in Zukunft öfter mal zwischendurch machen sollen. Jetzt aber rein ins Gespräch mit Greg. Und bevor wir starten ins Thema hinein, Greg, einmal die ganz offene Frage, wie wenig Lust hast du auf diese Podcast-Aufnahme? Eigentlich freue ich mich. Endlich habe ich es geschafft, in den Format reinzukommen, vermutlich, weil die Performance beim letzten Mal so gut war. Danke für die Einladung. Ja gut, das also da waren sehr viele Lügen in sehr wenigen Sätzen. Zum einen an deinem Gesicht habe ich erkannt, dass du nicht so viel Lust drauf hattest, dich von mir hineinzwingen zu lassen. Aber trotzdem erkenne ich an, dass du immerhin höflich genug bist, um das jetzt nicht durchklingen zu lassen. Einer von uns muss es sein. Das freut mich sehr. Was haben wir heute vor, Greg? Warum sprechen wir? Es ist erstaunlich, aber es gibt wenige Podcast-Formate, die ein bisschen die News analysieren und nicht nur quasi erzählen, was ist passiert, sondern ein bisschen in die Tiefe gehen und trotzdem einen angenehmen Charakter hat. Deshalb wollten wir diese Möglichkeit für die Hörer eröffnen. Wir machen also einen News-Podcast, oder wie verstehe ich dich? News ist quasi der Aufhänger und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein in den Themen, versuchen wir tatsächlich eine gewisse inhaltliche Tiefe zu erreichen und das trotzdem nicht langweilig zu machen. Ich bin mal gespannt, wie gut wir das hinkriegen. Also für die Hörer, die jetzt noch mit dabei sind und noch nicht den Podcast beendet haben, also in der Tat sind wir jetzt alle gemeinsam bei einem Experiment dabei und wir schauen mal, wohin uns das führt. Und genauso wie du gesagt hast, Greg, wollen wir versuchen, tagesaktuelle Themen aus dem deutschen Private Equity und M&A-Markt aufzugreifen, sowohl die Themen vorzustellen, aber dann auch ein bisschen inhaltlich darüber zu diskutieren, vielleicht einzuwerten mit den Kontexten und Insights, die wir aus dem Markt so bekommen und dann vor allen Dingen auch Erläuterungen darüber zu geben, welche Relevanz die Themen dann tatsächlich haben. Dann starten wir das Experiment, würde ich sagen. Vielleicht bevor wir das machen, lass uns noch ein, zwei Sätze reden darüber, wie wir uns das Format vorstellen. Und ich habe gerade gesagt, das Format ist ein Experiment und natürlich ist vieles noch im Fluss und wir werden sicherlich das Format noch in die eine oder andere Richtung anpassen. Aber neben dem inhaltlichen Anker, wie gerade gesagt, also sprich nicht nur News, sondern auch Kontext und ein paar Insights rund um das, was innerhalb der Woche im M&A-Markt so passiert ist, wollen wir natürlich auch nah an der Community sein, weshalb wir auch natürlich immer sehr dankbar sind, wenn über Kanäle wie LinkedIn oder auch über eine Telegram-Gruppe Fragen und neugierige Wünsche der Community uns gestellt werden, die wir dann auch sehr, sehr gerne natürlich mit aufnehmen. Fürchte, ich muss mir erstmal die Telegram-App runterladen. Auch das werden, auch diese technischen Herausforderungen werden wir noch meistern. Das Gute ist, Greg, wenn wir beide das mit dir gemeinsam hinkriegen, dann wird es auch jeder andere, Hörer hinbekommen. Ganz genau richtig. Genau, also insofern wollen wir da ein sehr interaktives Format aufbauen und darüber versuchen, ein paar News aus dem Markt mit euch gemeinsam zu diskutieren und reinzubringen. So, warum machen wir das? Also du hast gerade gesagt, Greg, ja, es gibt noch keinen News-Podcast. Das gibt es in der Tat in der Form noch nicht. Aber natürlich gibt es einige Newsletter und
die sicherlich auch viele von unseren Hörern abonniert haben. So, wir wollen jetzt keinen Best-of daraus vorlesen, sondern wie gesagt, wollen noch ein paar weitere Hintergründe geben. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr wichtig ist in unserem Markt, denn das Thema Wissensaustausch, Erfahrungsaustausch kann man, glaube ich, nie weit genug treiben. Und auch da ist unser Markt immer noch sehr, sehr verschlossen und immer noch am Anfang von dem, was vielleicht möglich wäre. Und ich glaube, wenn wir alle noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben oder noch mehr Einschätzungen haben, Einwertungen haben, dann kann das für uns alle nur hilfreich sein, um noch mehr Transaktionen erfolgreich abgeschlossen zu bekommen. Also, insofern mal gucken, wohin uns das Experiment führt und mal gucken, ob es von diesem Format noch mehr Aufzeichnungen geben wird. Aber im Moment bin ich da ganz zuversichtlich. Also, welche Themen haben wir diese Woche, Greg? Ich glaube, ein der Themen, die wir besprechen könnten, ist der Stand des Fundraising-Markts, weil es durchaus in den letzten Wochen einige konträre Nachrichten gab. Ein paar Fonds, die ohne Probleme, zumindest scheinbar ohne Probleme, deren Fonds geraced haben, deutlich größere Fonds geraced haben als die Vorgängergeneration, Hardcaps erreicht und so weiter. Und andere, die zumindest, wie man munkelt, Schwierigkeiten haben. Okay, also das klingt in der Tat spannend und lass uns das mal ein bisschen diskutieren. Dazu hat ja auch, das Thema können wir danach vielleicht nochmal ansprechen. Rödl hat ja gerade diese Woche eine Art PE-Marktbarometer veröffentlicht, eine Einschätzung zum Marktumfeld aus der Private Equity-Brille heraus, wo auch das Thema Marktstimmung beim Fundraising mit angesprochen wurde. Wir können gerne nachher nochmal ein bisschen im Detail auf diese Studie eingehen, die der ein oder andere vielleicht von euch gehört hat, aber vielleicht nicht jeder oder gesehen hat. Und deswegen gehen wir gleich nochmal dazu. Aber du hast recht, also da war das Thema Fundraising auch als Herausforderung tituliert, tendenziell mit einer leicht positiven Tendenz. Also gerade in 2023 als sehr, sehr kompliziert und schwierig. Du hast gerade von einigen Fundraisings angesprochen, die erfolgreich abgewickelt wurden. Welche meinst du dabei konkret? Bregal vor allem. Bregal hatte, glaube ich, letzte Woche oder schon vorletzte Woche announced, dass sie einen neuen Fonds, ich glaube Nummer 4 eingesammelt haben mit 2,6, 2,7 Milliarden, was schon für europäische Verhältnisse ein Brummer ist, wenn man zumindest von General Partners spricht, die nicht über mehrere Kontinente hinweg agieren. Also viel größer gibt es nicht für Europa. Und tatsächlich, also logischerweise, die Pressemitteilung ist euphorisch, würde man nicht anders erwarten. Aber es scheint so zu sein, dass der Fundraising-Prozess sehr gut lief und dass sie sowohl die bestehenden LPs, die Limited Partners, die Investoren in den früheren Fonds weiter begeistern konnten, ins neue Fonds zu investieren, aber auch viele neue, glaube ich 30 Stück. Und das ist tatsächlich aktuell nicht selbstverständlich. Es gibt eigentlich wenige Fundraising, Closing-Meldungen im Vergleich zu das, was wir vielleicht vor 2, 3 Jahren hatten. Wo wirklich jeder die Zeit genutzt hat, um sehr, sehr große Fonds zu raisen. Ja, also die Fondsgröße vom Bregal-Fonds hat mich in der Tat auch beeindruckt. Genau, du hast gerade die Größe genannt, knapp 2,7 Milliarden. Das ist schon wirklich herausragend groß, wenn man das auch mal vergleicht mit anderen Fonds von Häusern, die uns so vielleicht geläufig sind und mal ein bisschen in Relation setzt. Also also mal anschauen, DBAG in Summe knapp 3 Milliarden Assets under Management, DPE auch, ich glaube DPE ein bisschen. Und under Management, nicht für ein Fonds, genau. Das ist der Punkt. Genau, absolut. Da waren dann eben die letzten großen Fonds, kratzten so an der Milliardengrenze in Summe dann eben Assets under Management von knapp 3 Milliarden. DPE auch gut 3 Milliarden under Management, Capiton gut 2 Milliarden under Management. Und das sind schon so die sehr großen deutschen Player, die im Markt sind. Jetzt sprechen wir nicht über die ganz großen, über die EQTs dieser Welt, die natürlich auch in Deutschland investieren und die nochmal deutlich größere Fonds geraced haben. Aber wenn wir es mal als reinrassige deutsche Fonds bezeichnen, da ist dann Bregal schon wirklich ein großer Ausreißer und mit Abstand der größte Fonds, der bis jetzt in Deutschland geraced wurde. Das ist so. Und
Gut, Brigade hat noch die Besonderheit, dass es eine starke Ankerfamilie ist. Also es ist noch weniger der traditionelle PE-Fonds, klassische Struktur, wo im Grunde ja fast ausschließlich institutionelle Limited Partners da sind. Dann gibt es noch die Familie im Hintergrund. Aber das ist tatsächlich eine interessante Entwicklung und es gibt auch einige Closing News auf Deal-Ebene von Bregal. Also die haben es tatsächlich direkt nach Announcement haben sie zwei Plattformen gemacht. Und man sieht, dass ein der zwei Deals auch in Italien war. Ich glaube, wenn du solche große Fonds machst, dann geht's nicht mehr rein auf den Darmarkt, dich zu fokussieren. Da musst du europäisch werden. Die hatten sowieso in Großbritannien Aktivitäten und ich glaube, sie haben letztes Jahr angefangen, deren italienische Aktivitäten deutlich zu forcieren. Und bei der Fondsgröße würde es mich wundern, wenn es weitergehen würde mit anderen europäischen Ländern. Du sprachst auch die Negativseite an, also Fonds, von denen man hört, dass sie vielleicht nicht ganz so viel Glück haben aktuell im Fundraising. Ja. Also du kennst mich, ich bin eher ein vorsichtiger Mensch. Deshalb würde ich ungefähr wie ein Rechtsanwalt drei Disclaimer machen für die folgenden Aussagen. Aber zumindest aus dem Finance Magazine gab es Berichte, dass das Fundraising bei Equistone nicht so gut laufen würde aktuell. Und auch, dass, glaube ich, ein Teil vom Team den Fonds verlassen hätte. Man steckt nicht drin. Es ist ein bisschen die Frage, was könnten die Ursache dafür sein? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Fonds, die Probleme hatten. Eins im Portfolio, zwei Exit letztendlich zu realisieren, damit die LPs glücklich werden. Vielleicht ist es eine Kombination aus beiden Fällen. Und vielleicht ist es einer der Punkte, wo man ein bisschen über die Mechanismen vom Fundraising-Prozess eingehen kann. Weil letztendlich, warum ist das Fundraising-Environment aktuell so deprimiert? De facto ist die Rechnung relativ einfach. Wer investiert in diesen ganzen Private Equity Fonds? Vornehmlich sind das institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versicherung, Fund of Funds und so weiter. Was wollen sie? Sie wollen berechenbare Cashflows. Sie machen das, weil sie einfach einen Überfluss an Cash heute haben, langfristige Vermögenskarten haben. Sie haben ein großes Problem, wenn tatsächlich keine Exits realisiert werden. Und wenn sie dann keine Exits haben, dann wollen sie einfach weniger in neuen Fonds investieren. Und das ist letztendlich, was getriggert worden ist durch Zinswende, Erhöhung der Zinsen, weniger Exit der PEs, weniger Exit der PE, weniger Neuinvestment von LPs. Und da kann man Pech oder Glück haben, je nachdem, wann man sein letztes Fonds geraced hat, hat man quasi noch den Topf komplett voll gekriegt, bevor die Zinswende kam, oder hat man drei Jahre davor gemacht und dann ist man leider jetzt im Zyklus, wo man wieder raisen kann. Kann vielleicht ein Thema bei Equistone sein. Und was man auch nicht vergessen darf, gerade 2019 war ein extrem starkes Fundraising. Mit einem gigantischen Volumen, was damals geraced wurde. Und naturgemäß ist das dann auch ein gewisser Vorzieheffekt für die Jahre, die danach gefolgt haben. Und 2020, 2021 waren immer noch auf einem höheren Niveau, wir sind auf den deutschen Markt bezogen im Vergleich zu 2018. 2022 sicherlich mit dem Rücksetzer. Ja, naturgemäß auch das Jahr, wo die Krisen in der Welt am virulentesten wurden und die Zinsen auch sehr stark gestiegen ist. 2023 war in Summe dann allerdings schon wieder über 2022. Ja, nicht auf dem Niveau von den Jahren zuvor und wie gesagt bei Gott nicht vom Jahr 2019, aber mit einer deutlichen Erholung im Vergleich zu 2022. Also insofern glaube ich, ist es auch schwierig im Fundraising immer auf ein singuläres Jahr zu schauen, sondern muss auch ein bisschen dann vielleicht einen gewichteten Durchschnitt nehmen von den letzten 4-5 Jahren, weil die Fondsvolumen, die Fonds natürlich über eine gewisse Generation laufen, bis sie dann eben neu aufgelegt werden. Und natürlich ist es dann schwierig, wenn man genau in einem Jahr hineinraisen muss, ja, weil ein Fonds ausläuft oder neu aufgelegt werden muss,
nachdem die in einem Jahr, in dem das Umfeld eben deutlich schwieriger geworden ist. Aber vielleicht kannst du uns mal erläutern, also wie geht man bei so einem Fundraising-Prozess ganz konkret vor? Was macht ein Fonds, wenn er feststellt, huch, in einem Jahr läuft der Fonds aus oder in zwei Jahren oder was ist überhaupt der Zeitpunkt, wo man dann startet? Ich brauche mal wieder neues Geld, um meine Management-Fees irgendwie bezahlen zu können. Ja, es gibt eine Zunft, die Placement Agent heißt. Letztendlich die, also wir kennen alle die M&A-Berater auf der Sales-Side. Das sind diejenigen, die die Verkäufer unterstützen, die solche Prozesse durchzuführen. Und es gibt genau dasselbe für die Fonds, für die GPs, die General Partners, die da ein neues Kapital einsammeln wollen. Und da sind die Placement Agent, die es tun. Ein paar Namen vielleicht, also Campbell Lutyens ist sicherlich einer der größten, Triago aus Frankreich, was interessanterweise, sollten wir auch drüber sprechen, ich glaube Anfang des Jahres von Julian Loki gekauft worden, was ein sehr interessanter Move, weil bisher die M&A-Berater-Welt und die Placement-Agent-Welt getrennt voneinander waren. Warum war das so, dass sie getrennt waren? Das waren separate Entities, du hattest im Grunde kaum große Placement Agent, die auch eine Sales-Side-Aktivität hatten. Aber weißt du, ob es regulatorische Hindernisse daran gab, warum das nicht in einem Haus funktioniert hat? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es regulatorische Gründe hat. Sonst wäre auch der Deal mit Julian Loki jetzt nicht zustande gekommen. Ist die Frage, wie synergetisch es ist am Ende des Tages. Weil du brauchst eine volle, also vollkommen unterschiedliche Datenbank. Also sind nicht dieselben Menschen, die in PE-Fonds investieren und die in Unternehmen investieren. Wenn überhaupt, wäre die Schnittmenge die Family Offices. Und eigentlich diejenigen, die in PE-Fonds investieren, die sind so groß, dass sie keine Direktinvestment machen, Underlying Assets. Das heißt, ganz synergetisch ist es nicht. Es ist auch der Zeitpunkt des Deals, wo Julian Loki Triago gekauft hat, ist interessant, weil es passiert nach einem katastrophalen Fundraising-Markt. Also 23 waren nicht gut. Keine Ahnung, ob Triago Probleme hatten und Julian Loki sich das zu einem guten Preis geschnappt hat. Und Julian Loki ist sowieso sehr akquisitiv unterwegs. Wir wissen, die haben GCA gekauft vor einigen Jahren und so weiter. Aber auf jeden Fall brauchst du ein Placement Agent, um so einen Fonds zu raisen. Es sind nicht so viele Strukturen tatsächlich. Der Markt ist relativ konzentriert und die größeren Fonds, die News machen, KKR und so weiter, die nutzen immer dieselben Fonds, fünf Placement Agents. Der Prozess ist ungefähr gleich lang wie ein M&A-Prozess. Und auch die Dokumentenaufbereitung hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Beim Sell-Side-Mandat auf der M&A-Seite hast du ein Information-Memorandum, den du vorbereitest. Auf der Seite des Fundraising für einen Fonds hast du ein Private Placement Memorandum, ein PPM, was du vorbereitest, wo letztendlich der Track Record von den Partnern vom Team und von den früheren Fonds en Detail analysiert werden, worauf letztendlich die Investoren entscheiden, ob sie tiefer einsteigen wollen. Dauert auch, je nach Fundraising-Umfeld, also wenn alles Bombe läuft, kannst du vielleicht dein Fundraising in 4 Monaten, wie in den Boomjahren des M&A-Deals, wo du auch sehr schnell die Deals durchhattest, abschließen. Ich glaube, jetzt gibt es viele Fundraising, die sich auch über 1,5 Jahre ziehen, wie wir es auf der M&A-Seite sehen. Das heißt, ja, geschäftsmodellseitig auch da ganz und geschäftszyklenseitig sehr, sehr vergleichbar mit dem M&A-Geschäft. Nur tatsächlich andere Akteure werden die Deals close. Und natürlich sind es immer, ein Fundraising ist immer ein Club-Deal, weil du eigentlich kein, also du hast sehr, sehr selten Single-LP-Strukturen, so dass du letztendlich sehr viele überzeugen musst, den Topf voll zu kriegen. Das wäre der kurze Abriss zu, wie funktioniert ein Fundraising. Okay. Ich bin gespannt, welche größeren Closings wir jetzt in den nächsten Monaten sehen werden. Weil natürlich das Thema ist virulent und wir haben gerade gesagt, dass 2019 sehr, sehr viele Fonds geraced wurden und die Fonds haben eine Laufzeit von in der Regel 8 bis 10 Jahren. Heißt aber dann natürlich nicht, dass erst nach 8 oder 10 Jahren neu geraced wird, sondern natürlich gibt es eine gewisse Überlappung immer. Das heißt jetzt die Fonds, die 2019 geraced wurden, das kann in den nächsten 1, 2 Jahren losgehen.
Und es ist schon so, dass die Investitionsperiode der Fonds nicht die Gesamtfondslaufzeit ist. Also ich glaube schon tatsächlich nach 4 Jahren, spätestens nach 4 Jahren fangen die Fonds an, sich mit dem Raisen der neuen Generation, wenn nicht früher, zu beschäftigen. Vor allem in so einem Umfeld wie heute. Ja. Gut, dann wird es umso spannender in dem Markt. Wir hatten gerade kurz einmal Rödl angesprochen und ihre PE-Studie. Und ich würde gar nicht zu tief darauf eingehen wollen. Allerdings für diejenigen, die das nochmal genauer hören wollen, kleiner Verbraucherhinweis zu dem Podcast von WhatsApp Corporate Finance. Und zwar war da diese Woche der Franco Sanchez von Rödl zu Gast und geht etwas im Detail auf die diesjährige Studie ein. Also da gerne mal reinhören für ein paar mehr Details. Aber was ich ganz interessant fand, in der Studie war das durchaus gemischte Bild, das gegeben wurde. Und per se, also war halt im Wesentlichen eine PE-fokussierte Branche. Das positive Marktsentiment, das durchaus durchschimmert an der einen oder anderen Stelle, das eben für 2024, 2025 wieder ein positiveres Marktumfeld erwartet wird. Positiver heißt noch nicht gut. Das ist der Punkt. Ich glaube, also ich stimme zu, auch aus den Gesprächen, die ich führe und die du sicher führst. Viele sagen, so viel schlimmer als 23 wird es nicht kommen. Da sollte 24 besser sein. Ich weiß nicht, wie du es führst, aber ich verspüre auch keine große Begeisterung über das Jahr 24 für M&A. Ich habe dann irgendwie, diese Menschen sind froh, es wird besser, aber keiner sagt mir, dass 24 ein Bombenjahr sein wird. Ja, nee, das nicht. Also Bombenjahr ist nicht das falsche Wort. Vor allen Dingen war das erste Quartal für alle Marktteilnehmer sehr, sehr schwierig lief. Q2, glaube ich, ist eine gewisse Normalisierung im Markt zu spüren. Und für Q3, Q4 nehme ich aus den Gesprächen, die ich im Markt führe, heraus sehr, sehr positive Vorzeichen wahr. Also gerade bei den, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, Upper Small Cap Beratern, also bei den größeren Small Cap Transaktionen oder bei den Lower Mid Cap Deals, also bei den Deals irgendwo zwischen 30 bis 60, 70, 80 Millionen Euro Transaktionsvolumen in der Größenordnung, dass da schon deutlich mehr Aktivität verspürt wird. Auch mehr Pitch-Einladungen. Ne? Ganz genau. Und das kriege ich von sehr vielen Beratern gespiegelt, dass sie vollkommen unter Wasser sind mit Pitches, weil die PE jetzt eben realisieren, huch, irgendwann muss ich mal verkaufen, wenn ich nicht vollkommen gegen meine IRA laufen möchte. Und wir können das gleich mal gemeinsam ein bisschen durchspielen, was das bedeutet. Du hast gerade das Thema Fundraising angesprochen. Fundraising kann ich nur hineingehen, wenn ich auch Exits zeige und wenn ich eine positive Entwicklung im Portfolio zeige. Und da haben natürlich viele Finanzinvestoren in 2023 viele Deals on hold gesetzt, einfach weil die Bewertungen stark runtergegangen sind. Und man kann nicht endlos lange damit warten, bis man dann eben in den Exit-Prozess hineingeht und muss irgendwann anfangen zu kalkulieren, wenn ich noch 1-2 Jahre länger warte, bevor ich den Exit durchführe, wie viel muss der Preis in dem Zeitraum steigen, um meinen negativen Effekt auf die IRA dann zu kompensieren. Und das ist, glaube ich, etwas, der Michael Drill hat es bei uns neulich im Podcast gesagt. Ich will die Zahl jetzt nicht zitieren, weil sie mir sehr, sehr hoch vorkam, aber er ist ein Experte, er wird wissen, was er sagt. Aber eine deutlich dreistellige Anzahl von PE-Exits, die quasi im Backlog ist und die in 2024, Anfang 2025 dann in den Markt kommen werden und die eben dazu führt, dass jetzt schon, wie gesagt, die größeren M&A-Boutiquen alle vollkommen unter Wasser sind im Pitchen und teilweise schon Pitch-Einladungen abgelehnt werden, weil sie das einfach nicht mehr bedienen können. Ja. Also es muss am Ende ein busy Jahr werden, spätestens in 25. Also, historisch gibt es selten, also zumindest so alt bin ich nicht, aber ich sehe in den letzten vielleicht 20 Jahren, 30 Jahren keine guten Zyklen, wo man in Reihe mehr als 3 katastrophale Jahre hatten. Ich glaube, die Zyklen sind kürzer und deshalb gibt es gute Gründe zu denken, dass es langsam besser gehen sollte. Vielleicht noch ein Punkt, weil du gesagt hast, die Exits müssen kommen.
Das hat einen Einfluss auf Fundraising. Nicht nur die Exits müssen können, die neuen Plattformen müssen kommen, weil auch auf dieser Ebene gibt es wirklich Ärger seitens der Limited Partners. Ich habe eine Zahl gelesen vor kurzem, dass das Dry Powder, was die Fonds akkumuliert haben in den letzten Jahren, das Fünffache war, was letztes Jahr an P-Investment in Summe gemacht worden ist. Das ist natürlich Geld, was nicht arbeitet. Das ist eine katastrophale Situation für die LPs. Das heißt, man kann schon erwarten, dass die Fonds mehr neue Plattform-Investment machen werden, wo letztendlich in den letzten 18 Monaten eher auf Portfolioarbeit und Add-on-Investment die Zeit allokiert worden ist. Und auch logischerweise Exits für diejenigen, die halbwegs nicht zu sehr gelitten haben von der Krise. Ja, also ich glaube auch auf der Investorenseite, da ist es ähnlich wie auf der Verkäuferseite, dass ein gewisser Realismus eingesetzt hat über die Preise, die zu erzielen sind oder auch über die Preise, die man zahlen muss, um überhaupt einen Deal zu machen und was es dann eben kostet, wenn das Geld nicht investiert wird und einfach herumliegt. Auch das kann man ganz schön in der Studie von Rödl sehen, wie die Renditeerwartungen zurückgegangen sind. Das war eine Grafik drin, die fand ich wahnsinnig spannend. Und zwar, dass in der Vor-Corona-Zeit über 70% der Investoren eine Durchschnittsrendite von 20-30% pro Jahr angestrebt haben. Und dass der Wert dann in 2023 runtergegangen ist auf nur noch 22%, die eine Rendite von 20-30% erwarten, also 50% Punkte weniger. Jetzt in diesem Jahr geht es wieder leicht hoch, was natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass viele Verkäufer sich mit geringeren Preisen abgefunden haben, was dann wiederum die Renditeerwartungen auf der Käuferseite erhöht. Aber dennoch ungefähr nur halb so viele Investoren, die im Markt sind, die noch eine Rendite zwischen 20-30% erwarten. Also fand ich sehr, sehr bemerkenswert und zeigt natürlich, dass da ein bisschen mehr der Need eingesetzt hat, auch wenn die Renditeerwartungen geringer sind, trotzdem die Deals abzuwickeln, um das Geld eben überhaupt zu investieren. Alles andere wäre überraschend und sicherlich werden wir jetzt ein Phänomen sehen, dass die neue Vintages, also die Fonds, die geraised worden sind in 23, in 24, dann in x Jahren deutlich besser performt haben, weil das ist in der Regel, zumindest die Historie zeigt, die Fonds, die in den Krisenjahren geraised worden sind, haben die besseren Rendite. Aber für die Fondsgenerationen, die quasi aus den Boomjahren kommen, das wird einfach nicht zu holen sein. Die Zinsen wurden gesenkt. Endlich. Halleluja. Wie groß ist der Effekt tatsächlich auf den M&A-Markt? Also aktuell glaube ich, dass es viel eher ein emotionales Signal gewesen ist als irgendwas anderes. Und wenn man ehrlich ist, das Signal war schon gemixt, weil mit der Senkung direkt das Gefühl gekommen ist, dass nicht wahnsinnig viele Senkungen dieses Jahr stattfinden werden, dass wir uns glücklich schätzen können, wenn wir vielleicht drei Senkungen haben. Das ist sehr positiv nach einer langen Zeit, wo es sehr hoch gegangen ist, und eine längere Zeit, wo es stabil war auf hohem Niveau. Aber das wird die Finanzierbarkeit noch nicht direkt maßgeblich ändern bei einem Viertelprozentpunkt. Ja, nee, das ich glaube auch, es wird eher ein emotionaler Effekt sein für die Marktteilnehmer. Vielleicht gar nicht mal unbedingt auf der Käufer- oder auf der Verkäuferseite, vielleicht sogar stärker noch auf der Bankenseite, dass da ein bisschen Luft rausgenommen wird in der Art und Weise, wie kritisch die Finanzierungen geprüft werden. Und ich glaube auch, diese 0,25 Prozentpunkte, das ist eher ein Symbol und weniger Technik. Wir können mal die Übung machen, das mal gemeinsam durchrechnen. Und wie du weißt, rechne ich ja immer sehr, sehr gerne. Und du verspottest mich ja immer dafür, dass ich bei uns ein Reporting aufsetze, was es mit jedem Konzernreporting gleichsetzt. Stimmt, man merkt, dass du kurz bei Siemens gearbeitet hast. Ja, allerdings, ja, das stimmt, da
ja, das ist ein ganz anderes Thema, wo wir auch nochmal in Ruhe drüber sprechen können. Da habe ich eher gelernt, wie Konzernpolitik funktioniert und weniger, wie man in Konzernen rechnet. Das habe ich dann eher während der PwC-Zeit gelernt, wie gut ein Reporting sein kann und wie sinnvoll das ist für Finanzanalysen. Dann lass uns doch mal einen Fall einfach gemeinsam rechnen, wo wir uns mal eine Investition anschauen und gucken, was so eine 0,25 Prozentpunkte Zinssenkung für einen Effekt hat auf die IRR, also auf die jährliche Verzinsung, die aus Investorenbrille heraus dann nachher erzielt werden kann. Also stellen wir uns ein Target vor, wir haben 10 Millionen Euro Kaufpreis, also vielleicht ein Unternehmen mit 1,5 bis 2 Millionen EBIT, je nach Multiple, also 10 Millionen Euro Kaufpreis. Small Cap Segment, nicht Micro Cap, aber auch nicht drüber. Also ich glaube, eine Größenordnung, in der viele von den Beratern, die hier auch zuhören und Marktteilnehmern, die zuhören, aktiv sind. 10 Millionen Euro Kaufpreis. Und stellen wir uns vor, dass das Unternehmen nach 5 Jahren dann für 20 Millionen Euro verkauft wird. Ja, da wir gut gemacht, genau. Also erstmal keine Verdreifachung vom Kaufpreis. Der ist ja häufig angestrebt, eine Verdreifachung. In der Vergangenheit, ja. Zumindest vom eingesetzten Kapital zu erzielen. Ja gut, wir haben gerade ja gehört, 20-30% IRR Erwartungen und früher. Und diejenigen von uns, die entweder mal im PE gearbeitet haben oder die extrem gut Kopfrechnen, wissen, eine Verdreifachung vom eingesetzten Kapital über die typischen 5 Jahre, das entspricht genau 25% IRR und deswegen eben auch lange Jahre der gefühlte Goldstandard im Markt. Und hier haben wir eine Verdopplung vom Kaufpreis innerhalb von 5 Jahren, Kaufpreis geht hoch von 10 auf 20 Millionen durch, sagen wir, eine Umsatzausweitung und die Marge geht ein Stückchen hoch und die strategische Wettbewerbsposition wurde verbessert und dadurch haben wir noch einen leichten Multiple-Arbitrage. Also in Summe Verdopplung vom Kaufpreis. Und sagen wir, wir haben einen Eigenkapitaleinsatz von 60%, ja, also 4 Millionen FK, 6 Millionen Eigenkapital. Das ist, glaube ich, nicht unrealistisch in der Größenordnung. Ja, wenn wir von 1,8 Millionen Größenordnung EBITDA sprechen, das ist, glaube ich, am Markt durchaus machbar. Nehmen wir einen Zinssatz an von 8%. Ja, das geht sicher noch ein bisschen teurer auch derzeit im Markt, aber machen wir mal die Rechnung mit einem Zinssatz von 8%, ja, also aktueller Euribor plus Marge der Banken. Und haben wir 8% und dann eine Laufzeit vom Darlehen über 7 Jahre. Keine Bullets, einfach nur lineare Tilgung. Und ich mache es mir sehr einfach in der Berechnung. Wir können das gleich nochmal mit einem Bullet rechnen, aber das, was ich vorbereitet habe, ist nur mit einem normalen linear tilgenden Darlehen. So, aber dadurch haben wir einen Darlehensvertrag von 4 Millionen Euro. Wir haben 7 Jahre Tilgungszeit, also gut 570.000 jährliche Tilgung, die natürlich jedes Jahr den Darlehensbetrag reduzieren und damit auch jedes Jahr die Zinsen reduziert. Also im ersten Jahr sind es dementsprechend sehr einfach. 4 Millionen mit 8%, also 320.000 Euro Zinsen. Im 5. Jahr geht es dann runter auf nur noch 220.000 Euro Zinsen, einfach dadurch, dass wir jährlich getilgt haben. Und wenn wir daraus uns jetzt mal die IRR vor Augen führen, also wie sind die Cashflows aus der Investorenperspektive heraus? Im Jahr 0, also jetzt, habe ich 6 Millionen Euro Eigenkapital, die ich investiere für die initiale Investition fürs Unternehmen, habe dann über die Laufzeit hinweg in dieser vereinfachten Rechnung keine Eigenkapital-Zu- oder Abflüsse, also keine Dividenden, die irgendwie ausgeschüttet werden. Das bleibt alles in der Company drin. Und ich mache es mir auch nochmal ein bisschen leichter und tue so, als ob es keine weiteren positiven oder negativen Cashflows geben würde, abseits von den Zinszahlungen. Normalerweise bei einem positiven EBIT würde man erwarten, dass sich Cash aufbaut. Wir tun jetzt so, als ob es das nicht geben würde, einfach nur für die Berechnung, um nachher mal den Effekt zu sehen, was diese 0,25 Prozentpunkte Zinsveränderung für eine Auswirkung haben. Also am Anfang 6 Millionen investiert, während der Laufzeit keine Kapitalzu- oder Abflüsse. Im Jahr 5 dann der Exit. Ja, wir haben gesagt, wir haben 20 Millionen Verkaufspreis und wir haben dann über die Laufzeit hinweg Zinsen gezahlt und Tilgungen gezahlt und haben auch noch einen offenen Darlehensbetrag zum Laufzeitende.
Und genau, wenn wir das jetzt mal in Summe uns anschauen, haben wir dann aus den 20 Millionen, die wir bekommen, sind es noch gut 14,5 Millionen, die dann quasi als Rückzahlung hängen bleiben. Ja, bei uns als Investoren, ja, wenn wir mal die Zinsen rausnehmen, Tilgung rausnehmen und den offenen Darlehensbetrag rausnehmen nach 5 Jahren, 14,6 Millionen, die wir bekommen. Das würde eine interne Rendite, eine IRR für die Investition von circa 19,8% bedeuten. Und bei dem anderen Zins? Gar nicht schlecht erstmal, 19,8%. Damit, glaube ich, kann man schon ganz zufrieden sein. Genau, und wenn wir jetzt die gleiche Rechnung machen, und das gehe ich jetzt nicht im Detail durch, aber im Grunde, wir würden niemanden langweilen. Sogar mich hast du fast verloren. Schön. Die 7,75% Zinsen annehmen und die ganze Berechnung der Rest gleich bleibt und eben nur die jährlichen Zinszahlungen sich verändern und damit eben auch die Zinsaufwendungen sich verändern, dann kommen wir bei einer IRR von 20,2% raus. Scharf gerechnet 0,4 Prozentpunkte Unterschied, was nicht die Welt ist. Und es wird nicht der Grund sein, warum mehr dieses stattfindet. Genau so ist es. Also das muss man sich, glaube ich, immer vor Augen führen, dass das jetzt nicht die ganz, ganz großen Ergebnistreiber sind. Ich glaube, der psychologische Effekt, der wiegt dramatisch viel mehr. Korrekt. Also eigentlich kannst du nur ein positives Ergebnis erwarten, wenn du sagst, das ist der Anfang der Senkungen und es kommen noch weitere, keine Ahnung, 6 Stück und langsam, dann ist es tatsächlich spürbar. Und das ist letztendlich, was das Hoffnungsschimmer dahinter ist. Ne? So ist es. Für diejenigen von euch, die jetzt direkt mitgerechnet haben, ihr werdet sicher bemerkt haben, dass sich da bei mir ein Fehler eingeschlichen hat. Ich habe also den Mund ziemlich weit aufgerissen und dann Mist gebaut. Das Ergebnis ist aber das gleiche. Und auch wenn man die Zinsen korrekt berechnen würde, blieb das Ergebnis marginal. Und die IRR bei 8% Zins wäre 19,9% und bei 7,75% wäre 20%. Also ein marginaler Effekt daraus, dass der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt wurde. Vielleicht kleines Thema ist mir aus den News wieder, worüber wir kurz sprechen können, ist mir aufgefallen die letzten Wochen, dass es einige Meldungen von Zusammenschlüssen von M&A-Häusern gab. Gab eine Zeit lang keine und tatsächlich in den, glaube ich, 2 Wochen habe ich 3 Stück gesehen. Ein paar wirst du auch gehört haben, Clearwater und Cetra aus der Schweiz. Also Cetra, so wie ich verstanden habe, ins Clearwater-Verbund reinkommt. Hab gesehen, dass Livingstone eine Partnerschaft in Italien geschlossen hat mit Corus Corporate Finance. Und dann gab es ein weiteres Haus, NP Corporate Finance, was sich zusammengetan mit einem französischen M&A-Haus, Gerège Corporate Finance, auch so Small Cap House mit so um die 15 Deals im Jahr. Ist schon auffällig, dass in diesem schwierigem Umfeld es innerhalb von 3 Wochen 3 Zusammenschlüsse gab und tatsächlich immer mit einem internationalen Komponente. Clearwater sowieso internationales Netzwerk mit Cetra aus der Schweiz, Livingstone schon international, wo jetzt noch stärker nach Südeuropa mit Italien geschaut wird und französische Verbund, der in Deutschland reingeht mit NP Corporate Finance. Das zeigt schon, dass die Cross-Border-Komponente bei den Sell-Side-Mandate weiterhin an Bedeutung gewinnt. Und interessanterweise immer in diesen Fällen Intra-Europa, was vielleicht ein bisschen daraus zurückzuschließen ist oder zurückzuführen ist, dass die vielen
China Cross-Border Deals, die es noch gab vor einigen Jahren, gar nicht mehr stattfinden. Und dass die Käufer, die man finden möchte, dann eher aus dem benachbarten Ausland kommen. Es gibt durchaus noch viele Deals mit US-Komponente. Das ist so, aber auch da die gesetzliche Lage hat macht's nicht einfacher für internationale Deals, die nicht intra-EU sind. Auch die werden geprüft und dauern länger bis zum Closing. Und ich verstehe das so tatsächlich, dass in diesem schwierigen Marktumfeld, wo vielleicht die Abschlussgröße der Transaktionen unzufriedenstellend sind, die Hoffnung ist, okay, wenn man ein bisschen mehr Kompetenz sieht durch Internationalisierung innerhalb von Europa, dann hat man bessere Ergebnisse. Also das fand ich tatsächlich merklich, dass wir 3 M&A-Deals in wenigen Wochen haben. Würdest du noch mehr erwarten im zweiten Halbjahr? Es gibt noch weiterhin, du weißt, wie viele M&A-Partner wir als Deal Circle begleiten. Also das ist tatsächlich, diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten, sind sicherlich mittlerweile über 600 Legal Entities auf der Sell-Side-Seite. Und im Markt wissen wir, dass es über 1200 gibt. Das heißt, das Potenzial zur Konsolidierung ist riesig und gleichermaßen die Unzufriedenheit aus, also es ist schon so weiterhin sehr viele neue, die entstehen, weil langjährige Mitarbeiter von Sell-Side-Berater sagen, okay, jetzt will ich selber an den großen Topf gehen, ich will eigenständig agieren, ich mache meine eigene Boutique auf. Also es ist wirklich ein Balanceakt, aber der Markt hat sehr, sehr viel Potenzial für M&A. Das ist klar. Ja, tendenziell bei diesen Ausgründungen, die du gerade beschreibst, sind es ja häufig dann neue Player, die in den Small-Cap-Markt hineingehen. Denn, sind wir ehrlich, gerade im Mid-Cap und vor allen Dingen im Large-Cap-Segment, wo wir sowieso nicht unterwegs sind, ich glaube, da ist der Markt relativ besetzt. Natürlich gibt es immer mal wieder Häuser, die in den Größenordnungen nach oben wandern, weil sie einfach einen fantastischen Job machen. Aber das kommt meines Erachtens eher seltener vor. Das heißt, wenn es dann Ausgründungen sind, dann gehen die tendenziell eher auf die kleineren Deals und versuchen dann, sich ein bisschen nach oben zu haben. Letztendlich, also sehr oft ist die Value Proposition, ich bin MD bei einer Midcap M&A House und ich bringe diese Kompetenz für kleinere Deals und durch diese Professionalität versuche ich mich zu differenzieren und gewinne attraktive Mandate, die aber ein bisschen kleiner sind. Aber dafür gebe ich nicht zu viel von der Provision ab, hat viele andere Partner. Und das funktioniert ganz gut. Also, wir haben schon einige solcher Beispiele von Ausgründungen, die dann tatsächlich gerne mit uns zusammenarbeiten. Das ist auch einfacher in einem kleineren Setup, als vielleicht, wenn du bei einer größeren Investmentbank arbeitest, so einen Deal Circle zu einzubinden. Und die sind ganz glücklich. Ist auch eine dankbare Marktphase, um Mandate zu bekommen. Also ohne nochmal diese. Ja. Ich erspare uns alle die Marke, die Arie mit der Nachfolgewelle und so weiter. Auf jeden Fall ist es so, dass die M&A-Berater auf der Sell-Side sich nicht langweilen aktuell. Ja, also noch ein konkretes Beispiel zu nennen in Bezug auf die Ausgründungen und ein Beispiel, das mir im Kopf ist, wo da wirklich durch eine Ausgründung auch ein Mid-Cap-Player entstanden ist. Das ist bei einer Ausgründung von Raymond James, die in den letzten Jahren war, und zwar TCG oder TCG, also im Grunde das Team um den Harald Merle und die Monika Nickel. Harald Merle ja noch aus der alten Mummerzeit dann eben rüber zu oder mit zu Raymond James und dann eben mit der Ausgründung vor wenigen Jahren. Die haben sich, glaube ich, oder sind dabei, sich zu etablieren in der Größenordnung, wirklich von den Deals mit 200, 300 Millionen Enterprise Value. Das ist aber eins echt von den wenigen Beispielen, wie die von den Ausnahmen. Einfach auch ein Zeichen dafür, dass man natürlich einfach einen sehr, sehr guten Marktzugang und Käuferzugang oder Verkäuferzugang im Wesentlichen hat und eine hohe Glaubwürdigkeit hat in gewissen Branchen, um dann direkt mit einer Ausgründung in diesen Segmenten starten zu können. Greg, ich glaube, für heute können wir einen Haken dran machen. Außer du hast noch weitere Themen, die dir auf der Seele brennen, die du gerne mit uns besprechen möchtest. Nicht mehr. Ich glaube,
Für Nummer eins sollte es reichen. Und war es so schlimm, wie du vorher befürchtet hast? Schlimmer. Also mir hat es großen Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie die Resonanz von den Hörern ist und freue mich auf sehr, sehr offenes Feedback, ob wir so eine Episode zukünftig öfter mal einstreuen wollen. Also euch allen vielen Dank fürs Reinhören.